Moment im Advent. 24 Mal staunen, freuen, innehalten. Herzlich willkommen heute am 6. Dezember am Nikolaustag. Für viele ist der Nikolaustag so etwas wie ein vorweggenommenes kleines Weihnachtsfest. Frühmorgens stürmen die Kinder zu den Stiefeln oder Tellern und freuen sich über die Süßigkeiten oder auch Geschenke, die dort auf sie warten. Der heilige Nikolaus, Bischof von Myra, war eigentlich einer, der verstanden hat, was Weihnachten bedeutet, der nämlich diese Liebe, die Gott uns entgegengebracht hat, in seinem Leben umgesetzt hat und großzügig geschenkt und verschenkt hat. Davon erzählt uns heute Marc Neuhaus, Predikant der evangelischen Kirchengemeinde Annen. Musikalisch wird er begleitet vom CVJM Posaunenchor der Johanneskirchengemeinde. Viel Freude! Tschüss, mach's gut, Nikolaus. Na, passend zum Tag am 6. Dezember. Der Nikolaus hat mich besucht. Na, war er heute auch schon bei euch? Und das Tolle, er hat sogar seinen Sack hier gelassen. Lasst uns mal gemeinsam gucken, was er für mich hat. Was ist da alles drin? Oh, da, ich fühl's schon. Eine Mandarine. Walnüsse fühle ich. Einen Apfel. Noch ein Apfel und noch eine Mandarine. Ui, das war ganz schön großzügig von ihm. Und noch mehr Walnüsse. Und das ist noch etwas. Ein Schiff. Hallo Marc, alles Liebe und Gottes Segen zum Nikolaus. Na, wie wäre es heute mit einer Nikolauslegende? Alles Gute, der Nikolaus. Und da gibt es diese Geschichte, wo dieses große Unwetter war und alles Korn zerstört wurde. Alle Scheunen waren leer und es gab nichts mehr zu essen. Die Leute waren total verzweifelt und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Irgendwann sahen sie Schiffe am Horizont und Aufregung machte sich breit. Da sind Schiffe, es kommen große Schiffe. Sie gehören dem Kaiser und sie sind voll mit Korn. Schiffe bedeutete für die Menschen Hoffnung. Als die Seeleute den Anker warfen, ließ Nikolaus sich zum Schiff rudern. Ihr könnt den Menschen hier helfen, wenn ihr euch bereit erklärt, etwas von eurem Korn abzugeben, sagte er. Das geht nicht, sagte der Kapitän. Das Korn gehört dem Kaiser und wir müssen genauso viel abgeben, wie wir auch geladen haben. Nikolaus antwortete, wenn ihr die Menschen in dieser Gegend rettet, wird dir von deiner Ladung an Korn nichts fehlen. Der Kapitän überlegte und meinte, gut, das können wir probieren. Er zeichnete auf die Außenwand des Schiffes einen dicken weißen Strich. Da, wo das Schiff das Wasser berührte. Ihr könnt so viel Korn abladen, wie ihr wollt, solange das Schiff nicht leichter wird. Und es darf sich nicht aus dem Wasser heben. Die Menschen von Myra kamen mit Säcken und Körben, alles das, was sie auftreiben konnten, und luden das Korn ab und brachten es in ihre Speicher. Das Schiff aber, es wurde nicht leichter. Dem Kapitän fehlte kein Korn, so wie Nikolaus es vorausgesagt hatte. Das Korn wurde geteilt. Jeder bekam etwas ab
und es reichte für viele Jahre sogar. Und alle haben geteilt. Eigentlich doch eine ganz tolle Idee vom Nikolaus, zu teilen. Der hat auch mit mir geteilt, nämlich Mandarinen und einen Schoko-Nikolaus sogar. Ich wünsche euch, dass ihr heute auch was in euren Stiefeln gefunden habt. Und überlegt doch mal, wo ihr teilen könntet. Zeit vielleicht, Zeit teilen miteinander. Sorgen teilen vielleicht. Oder ihr könntet etwas von eurem Nikolausgeschenk abgeben. So könnte ich zum Beispiel den Apfel und die Mandarine und die Walnüsse halbieren und teilen. Ich hätte auch noch was. Und da ich ja hier in der Erlöserkirche fast alleine bin, könnte ich diese Sachen mit Thomas teilen. Thomas, alles Gute zum Nikolaustag. Das ist für dich. Dankeschön, Marc. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nikolaustag. Macht's gut und bleibt gesund.